Hallo und willkommen zu meinem dritten Teil der CNC-Fräse. Und heute werden wir uns einmal um die gedruckten Teile kümmern, also die Teile, die wir jetzt drucken werden. Und ja, fangen wir direkt an, und zwar mit der Partlist. Und wir sehen hier bei der Mostly Printed Primo Partlist, der Link zu dieser Seite ist in der Videobeschreibung. Und hier sehen wir einmal, dass es drei unterschiedliche Größen gibt bei der Auswahl von den gedruckten Sachen. Also wenn wir jetzt hier einmal gucken, sehen wir einmal, es gibt C23,5, F25 oder J25,4. Und dann können wir hier einmal auf Thinkerverse gehen und hier sehen wir dann die verschiedenen Größen. Ich habe jetzt die Größe F25 gewählt. Jetzt fragt ihr euch natürlich, was das bedeutet. Das bedeutet, dass die Größe der Röhre damit bestimmt wird. Also wenn ihr jetzt eine Rohrgröße von 23,5 habt, Durchmesser, müsst ihr einmal die Größe C nehmen. Also ihr habt drei Auswahlen von Rohren, die ihr benutzen dürft. Ihr müsst wirklich genau diese Röhrengröße nutzen. Und ja, ich habe F25 gewählt und da müsst ihr halt entsprechend gucken, auf welcher Website ihr die Rohre kauft. Und da müsst ihr auch darauf achten, dass die auch genauso diesen Radius oder Umfang. Ja, zur zweiten Sache kommen wir jetzt einmal zu den ganzen Sachen, die wir einmal haben müssen, leider. Und ja, wir sehen hier unten, dass das alles 2,2 Kilo PLA Material ist. Und das müsst ihr euch einmal bestellen. Ich habe euch im letzten Video einmal gezeigt, wo ich meine Sachen bestelle eigentlich dafür und so. Und in der Videobeschreibung sehe ich auch nochmal einen Link. Ich bestelle nämlich immer von Redline Filament, weil das ja hochwertig ist. Und für eine CNC-Fräse sollte man ja auch natürlich hochwertiges Plastik benutzen, weil wenn man dann so ein bisschen minderwertiges Plastik benutzt, kann es natürlich sein, dass das Plastik dann entsprechend nicht so gut funktionieren wird oder nicht so gut dafür geeignet ist. Deswegen habe ich jetzt 2 Kilo Rollen von PLA von Redline Filament bestellt. Einmal in leichtes Grün und einmal leichtes Blau. Genau. Wenn ihr euch überlegt habt, welche Größe ihr nehmt. Ich habe, wie gesagt, F25. Dann geht ihr einmal rüber. Gebt ihr oben Mostly Printed CNC ein und dann eure Nummer, also CF oder J. Und dann eure Größe. Ich habe das jetzt hier schon getan. Da müsst ihr nochmal drauf achten, dass es hier auf Thinkerverse auf der Seite nochmal draufsteht. Hier steht ja F25mm. Dann ladet ihr euch alle Dateien runter, die hier drin sind. Ihr braucht alles. Klickt dann hier am besten auf All Download. Gibt es hier nicht. Da müsst ihr alles einzeln runterladen. Ich habe das schon getan. Dann geht ihr einmal auf euren Ordner, wo es drauf abgespeichert ist. Da kommen wir aber gleich zu. Und ja, gucken wir uns erstmal diese Partlist hier an. Wir sehen hier, dass wir diese ganzen Sachen brauchen. Also die ganzen Sachen müssen wir einmal ausdrucken. Dann sehen wir hier, wie oft wir das brauchen, ob 2, 4 oder einmal. Dann sehen wir hier den Namen und hier sehen wir einmal Infill. Infill bedeutet, wie viel von dem Inneren des Bauteils ausgefüllt werden soll. Wenn es natürlich stabiler werden soll, dann macht ihr es so, dass ihr ein höheres Infill benutzt. Also wenn ihr 50% angibt, dann wird 50% innen drin ausgefüllt. Und wenn ihr 100% angibt, dann wird komplett alles innen drin ausgefüllt. Und hier steht einmal drin, wie viel ihr mindestens einmal für ein Infill haben müsst. Also hier steht, 45% muss mindestens in diesem Bauteil von Corner Button einmal drin sein. Also ihr könnt am besten mehr als 45% nehmen, aber 45% müsst ihr nehmen, darunter geht es nicht. So, wenn ihr mit zwei unterschiedlichen Farben druckt, das sieht natürlich cooler aus, müsst ihr aber nicht machen, beeinträchtigt nicht die Maschine oder so. Dann stehen hier auch nochmal die Farben, die ihr benutzen könnt, die wurden hier schon mal getroffen, könnt es natürlich auch so machen, wie ihr es wollt. Hier steht dann einmal Farbe A, Farbe B, könnt ihr euch immer ausdenken, wenn bei mir jetzt leichtes Grün Farbe A ist, dann drücke ich alles in Farbe A, was leichtes Grünes. Genau. Und ja, kommen wir zu den gedruckten Sachen. So, ich bin jetzt hier bei meinen ganzen Sachen, die ich hier einmal ausdrucken muss. Und ich zeige euch jetzt kurz einmal, wie ich es machen würde.
Ihr seht ja schon, dass ich hier schon so manche Sachen notiert habe, weil ich habe aus Erfahrung gelernt. Ich habe, glaube ich, 2-3 Stunden gebraucht, um alle Sachen hier zu slicen auf meiner Slicing-Plattform Cura. Und ja, das liegt daran, dass ihr jedes einzelne Bauteil anklicken müsst. Dann müsst ihr auf der Seite gucken, welches Bauteil das ist. Dann müsst ihr nochmal gucken, wie viele Sachen ihr davon drucken müsst. Dann, wie viel Info ihr da benutzen müsst und welche Farbe das hat. Das habe ich mir alles hier einmal notiert. Hier sieht man ja Core Clamp, Stückzahl 3 und A. Ich weiß nämlich, dass alle normalen Bauteile mit 45% Info gedruckt werden. Und nur ein Bauteil mit 70%. Deswegen habe ich bei dem einen Bauteil einfach 70% hintergesetzt. Und sonst wird alles mit 45% gedruckt. Genau, ich habe jetzt hier schon alles fertig gemacht. Dennoch zeige ich euch jetzt ein Beispiel, wie das zum Beispiel geht. Ich habe es jetzt nämlich hier nicht bei allen notiert. Nur bei den fertigen Sachen habe ich alles komplett notiert. Hier sieht man auch Core, Stückzahl 1 und Farbe B. Und ja, klicken wir jetzt einfach mal Truck Clamp F Primo an. Nee, nicht so, sondern wir wollen es über. Öffnen wir mal erstmal Cura. So, jetzt sind wir in Cura drin. Jetzt können wir uns einmal hier aus dem Ordner einmal das Bauteil rausziehen. Hier einmal auf Ultimaker gehen, das hier reinziehen und schon ist es drin. Jetzt sehen wir hier, dass dieses Truck Clamp F Primo STL Datei, das ist so ein kleines MIDI-Teil ist. Und jetzt sehen wir hier, das heißt Truck Clamp. Dann gehen wir hier einmal auf die Seite, gucken, wo Truck Clamp steht. Truck Clamp ist hier, brauchen wir viermal 45% in Farbe B. Gucken wir hier einmal. Ja, Draft solltet ihr nicht benutzen. Ihr solltet 0,2 mm Schichthöhe benutzen. Das ist hier auch nochmal auf der Seite notiert. Also ihr solltet mit einer Genauigkeit von 0,2 mm drucken, weil wenn es höher ist, kann ist das nicht so genau und dann können die Schrauben und so nicht passen. Also schon gut, eine sehr hohe Auflösung zu nehmen. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch 0,1 mm benutzen, dauert dann auch entsprechend länger. Auf 0,2 mm zu drucken, dauert jetzt bis zu 65 Stunden. Hier sind nochmal verschiedene Einstellungen und da steht nochmal, wie viel lange das dauert. Hier steht bei einer 0,4er Düse und 35 mm Druck. Die Sekunde Druckgeschwindigkeit dauert das 160 Stunden und so. Also es kann schon bis eine ganze Woche dauern, bis ihr alle Teile gedruckt habt. So, kommen wir aber zurück hier zu dieser Cura-Plattform. Und zwar habe ich hier schon angegeben, Schichtdicke 0,2. Also die Qualität. Und dann können wir hier einmal runterscrollen, bis wir bei der Infill-Fühldichte angekommen sind. Und hier habe ich schon 45% angegeben. Das müsst ihr dann einmal auch machen bei dem Bauteil, da stand 45%. Und ja, ansonsten könnt ihr nochmal bei der Verpackung lesen, welche Temperatur für dieses Filament am besten geeignet ist. Bei mir ist es jetzt bei 200 Grad und 60 Grad Plattentemperatur. Und genau, dann slicen wir das jetzt hier einmal bei der Einstellung. Und jetzt sehen wir, es dauert 28 Minuten, das zu drucken. Und hier sieht man nochmal das, was ich meine. Also hier in dem inneren Raum sehen wir, dass hier so Luftlöcher drin sind und die werden halt nicht ausgedruckt. Das sind diese 55% des inneren Bauteils, die nicht bedruckt werden. Genau. Und hier sehen wir nochmal die Kosten, 20 Cent. Aber das ist jetzt eigentlich egal, weil wir wissen, wie viel es kostet. Und jetzt kommen wir schon hier drin an. Ich habe das jetzt schon hinterlegt, dass ich hier in den Ordner ankomme. Und jetzt habe ich das immer so gemacht, dass ich Truck angegeben habe und dann hieß das Clamp, man sieht das schon da unten, Clamp, dann Stückzahl habe ich dann immer hintergesetzt, also Stückzahl brauchen wir 4 und dann habe ich noch die Farbe hintergesetzt. Und somit wisst ihr, wenn ihr die Datei druckt, also wir speichern es natürlich auf der SD-Karte ab
Wenn ihr das jetzt drucken wollt und das in den Drucker reinschiebt, die SD-Karte, dann seht ihr, das ist dieses Bauteil. Ich brauche das 4-mal in dieser Farbe. Wenn ihr das jetzt nämlich irgendwie abspeichert, keine Ahnung, wenn ihr kennt das bestimmt, wenn ihr so irgendeine Kleinigkeit drucken wollt und zum Beispiel so ein kleines Spielzeug, wo ihr mehrere Teile von braucht und dann schreibt ihr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hin. Und dann wollt ihr das nach dieser Reihenfolge drucken und wisst natürlich, wie viele Teile ihr schon gedruckt habt. Somit wisst ihr, welches Teil ihr danach drucken könnt. Das würde ich hier nicht empfehlen, weil ihr somit nicht wisst, wie viele Teile ihr von dieser Nummer 1 drucken müsst und welche Farbe das hat. Außerdem ist es natürlich auch ein Vorteil, wenn ihr wisst, welches Bauteil das ist, weil ihr dann nochmal nachgucken könnt, dann könnt ihr schon mal vorher anfangen zu bauen. Also wenn ihr mit dem ersten Teil, das sind glaube ich die Füße, die ihr als erstes verwenden müsst, wenn ihr die als erstes druckt, dann könnt ihr damit natürlich schon mal beginnen. Also, so würde ich das abspeichern. Ich habe es natürlich schon getan. Und wenn ihr das alles erledigt habt, sehen wir uns nochmal gleich wieder. Und genau, drucken wir es jetzt erstmal alles. Und ja, bis danach. So, die Sachen habe ich jetzt hier gedruckt. Das große Teil hier hat 8 oder 9 Stunden gedauert. Ja, genau, ich werde jetzt alle anderen Teile auch noch drucken. Außerdem habe ich noch eine weitere Rolle PLA-Filament bestellt und die müsste auch bald ankommen. Und wenn ich dann alle Teile gedruckt habe, machen wir mit dem nächsten Schritt weiter. Und ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst es mich gerne wissen und lasst ein Abo da und einen Daumen nach oben, wäre natürlich auch okay. Und dann könnt ihr einmal oben links den Kanal abonnieren. Oben rechts findet ihr noch weitere Videos. Und ja, ihr findet noch unten rechts meinen Zweitkanal, wo ich Gaming-Videos mache. Der heißt nämlich EdgeCraft. Guckt da auch gerne vorbei. Und das war's mit dem Video. Ciao, ciao.